Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Dass Gott heute Wunder wirkt, wie zu Zeiten der Bibel, das bestätigt der Lebensbericht von Roy Weckenmann. Gemäß den Ärzten hat er seine Lebenserwartung schon lange überschritten. Doch die Gebete seiner Eltern und von unzähligen Mitleidenden in der ganzen Welt wurden erhört. Viele wundersame Dinge sind eingetreten, sodass er noch immer ein fröhlicher und soweit als möglich gesunder Junge ist. Als Bobby und Vera Weckenmann ihr erstes Kind erwarten, ist die Freude groß. Doch bei einer Ultraschalluntersuchung finden die Ärzte heraus, dass das Kind einen hochkomplexen Herzfehler und kaum eine Überlebenschance hat. Ich weiß nur noch, dass ich ziemlich sprachlos war, also ziemlich erschlagen. Ja? Es ist unser erstes Kind, oder? Irgendwie erwartet man das nicht, dass man ein krankes Kind bekommt. Das ist einem irgendwie klar, dass die Kinder gesund sind. Das war so, ja, das war schon ein Schock, muss ich sagen. Nach einem längeren Gespräch ist man dann auch darauf gekommen, dass man auch darüber nachdenken muss, eben dieses Kind noch abzutreiben, obwohl es vom Alter her so über 4 Monate hinaus dann schon nicht mehr klassische Abtreibung wäre. Ich konnte mir nicht vorstellen, das Kind zu gebären, tot. Das fand ich, fand den Gedanken absurd. Und ich habe zu Bobby gesagt, nee, also alles nur das nicht, ich kann das Kind nicht tot gebären. Doch die Überlebenschancen schwinden, denn zusätzlich wird beim Kind ein schwerer Chromosomenfehler diagnostiziert. Aber als Baby Roy endlich zur Welt kommt, geht es ihm viel besser als erwartet. Zur Überraschung der Ärzte gibt es keine Anzeichen für den Chromosomenfehler. Und die Weckenmanns dürfen ihren Sohn sogar mit nach Hause nehmen. 3 Monate etwa, denke ich, war es, dass er zu Hause war. Bis dann eigentlich er zum ersten Mal zusammengebrochen ist und wir dann notfallmäßig ins Spital mussten mit ihm. Ein paar Monate später wird klar, dass Roy eine Fontanoperation braucht, um zu überleben. Denn seine rechte Herzkammer ist viel zu klein. Doch bei der OP kommt es zu Komplikationen und Roy ist viel zu lange an der Herz-Lungen-Maschine. Sein Körper reagiert mit Entzündungen. Er staut Wasser. Die Lunge ist nach ein paar Tagen zu 90% voll mit Wasser. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mit dem Schlimmsten rechnen. Und wir müssen gut beobachten, ob das Kind das überhaupt schafft und überlebt. Möglicherweise müssen wir die Operation rückgängig machen. Oder? Und der Sauerstoffgehalt ging runter, bis dann eines Tages, glaube ich, am 6. Tag auf 43% Sauerstoff noch im Durchschnitt, oder? Im Körper dieses kleinen Wesens. Unvorstellbar, oder? Und dann ganz aufgedunsen, konnte nicht mehr aus den Augen sehen. Es war alles dicht hier, er konnte die Augen nicht mehr öffnen und ganz flach geatmet. Und da war dann schon klar, dass dann irgendwann die Botschaft kam, jetzt müssen wir es rückgängig machen, sonst ist es zu spät, sonst stirbt er uns weg. Wir können, es ist wirklich, er liegt jetzt im Sterbebett. Dann haben wir gesagt, so, Vera, jetzt beten wir, jetzt brauchen wir irgendwie ein himmlisches Zeichen. Weil wir können das nicht beurteilen. Und da ist was ganz Lustiges passiert. Das ist, im Nachhinein ist es lustig, im Moment war es einfach nur, also es war so ein riesen Fensterfront, ja. Und wir sind vor die Fensterfront gestanden, haben so ein bisschen rausgeschaut, ja, man versucht so ein bisschen Gott zu suchen, oder in der Weite, oder nicht in diesem engen Raum. Und standen da, haben gebetet, es hat geregnet, es war dunkelgrau. Und sagen, so Herr, jetzt gib uns bitte ein Zeichen. In dem Moment, zack, gehen die Wolken auf. Und wirklich von einer Ecke vom Fenster bis zum anderen ein riesen, wunderschöner Regenbogen. Das ist kein Wunder, den gibt es immer, wenn die Sonne kommt, wenn es regnet. Aber es war schon sehr verwunderlich. Also wirklich vom Anfang der Fensterfront bis zum Ende in einer Pracht. Und in diesem Moment, als wir um dieses Zeichen beten. Und es war so deutlich, dass sogar die Krankenschwestern gekommen sind. Habt ihr diesen Regenbogen gesehen? Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Die Weckenmanns beschließen, die OP nicht rückgängig zu machen. Und erlaubt mir hier jetzt einen kleinen Hinweis. Gott hat uns immer mit Ärzten und mit den Medikamenten hindurchgeführt. Und die Ärzte sind gut ausgebildet und wir brauchen Ärzte, auch als Christen. Hier ging es darum, zu entscheiden, wann muss das Kind sterben. Wir
wollten und konnten diese Entscheidung nicht fällen, haben es Gott so überlassen. Als Bobby und Vera am nächsten Morgen auf die Intensivstation kommen, hängt Roys Leben nur noch an einem seidenen Faden. Die Enttäuschung war groß und ich habe geweint. Liegt er da, oder? Und du siehst, der atmet kaum mehr und der stirbt dir weg. Und das Erste, was der Stationsarzt gesagt hat, hat gesagt, können wir jetzt diese Operation rückgängig machen? Ich weiß nicht, ob der noch eine Stunde leben kann. So. Und meine Frau, sie war dann in der Fastengebetszeit für Roy einfach, oder? Und hat dann gesagt, komm, wir beten noch mal. Und dann hatte sie so einen Eindruck, den finde ich sowas von verrückt. Und als ich Roy da so liegen sah, hat Gott zu mir gesprochen, du, deinem Jungen geht's gut. Nur die Welt sieht das nicht. Und irgendwie habe ich dann gesagt, ja, wir müssen für die Geräte beten. Dann haben wir gebetet, ja, erklärt mich für verrückt, aber wir haben gebetet für diese Geräte, dass sie das Wunder Gottes erkennen mögen. Und während wir beten, fangen sie an zu piepsen, die Geräte, und Lichter gehen an. Und dann kommen das ist Krankenschwestern, drücken ein paar Mal auf ein paar Knöpfchen, es wird wieder ruhig. Wir beten weiter. Aber was soll's? Ich meine, es ist mein Kind, es geht um Leben und Tod. Da macht man alles. Oder? Tja. Die Erinnerung daran ist also. Es ging vielleicht 30 Minuten und dann hatte er einen Sauerstoffgehalt, ich glaube von 96. Das hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Also vor der Operation hat er vielleicht durchschnittlich 75. Das war schon wenig, oder? Aber der hat gut damit gelebt, oder? Dann später kommt der Stationsarzt rein. Schaut sich diese Werte an, schaut sich das Kind an. Und ich sehe schon, wie das Wasser aus dem Gesicht rausgeht, oder? Und er sagt, was macht dieses Kind hier in dieser Intensivstation? Es hat doch hier nichts verloren, geht's noch? Wird laut, wird ungemütlich, der Arzt. Und die Krankenschwester sagt, aber das ist Roy. Nein, das kann nicht Roy sein. Ja doch, hier, nehmen Sie doch die Unterlagen. Der nimmt die Unterlagen so unmutig zur Hand, schaut nach. Oh, das ist Roy. Völlig erstaunt, oder? Ich aber dem geht's ja gut. Ja, dann komm, nehmen wir das Zeug weg. Intubation, raus, los, hier, weg, Lungenmaschine, weg, brauchen wir nicht, los, hopp, hopp, oder? Und wir waren nur so Zeugen eines Geschehens, das wir nicht mehr verstehen konnten. Und Roy ist dann aufgesessen und hat gesagt, Mama, Durst. Roy wird auf die Bettenstation verlegt und am Abend noch einmal untersucht. Tatsächlich, die Lunge hat nur noch 10% Wasser. Und am Morgen oder am Vormittag des 8. Tages gingen wir mit diesem Kind nach Hause, das noch 24 Stunden davor im Sterben lag. Ich weiß auch nicht, da setzt der Verstand aus, oder? Also ich bin da nicht so der Typ für solche Sachen, aber da setzt einfach der Verstand aus, oder? Da muss man sagen, okay, jetzt preisen wir den Herrn, preisen wir Gott, wen sonst, oder? Verrückte Geschichte. Heute ist Roy 12 Jahre alt und kann mit seinem Herzfehler sehr gut leben. Das hätten sich die Weggenmanns nie träumen lassen. Also wenn du das erlebt hast, und dann nicht an Gott glaubst, wenn du da dabei warst und sagst, das ist normal, dann bist du verrückt. Also hier bist du nicht verrückt, wenn du glaubst. Die Frage der Existenz von Gott, die stellt sich mir nie mehr. Das ist für mich jetzt so klar und deutlich, dass, ja, ich glaube, das ist einfach das, was ich mitbekommen habe für mein Leben. We'll be right back.
Wir geben Gott die Ehre. Er hat auf wunderbare Weise in das Leben von Roy Weckenmann eingegriffen. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, rechnen auch Sie mit dem Eingreifen von Gott in Ihrem Leben. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gestatten Sie mir zum Schluss eine persönliche Frage. Haben Sie Ihr Leben Jesus Christus schon anvertraut? Wenn Sie das noch nie bewusst getan haben, dann lade ich Sie herzlich dazu ein. Gott streckt Ihnen gerade jetzt seine liebende und helfende Hand entgegen. Die Errettung Ihrer Seele ist unvergleichlich wichtiger als jede Heilung und jedes noch so große Wunder sonst. Auf unserer Webseite finden Sie unter der Rubrik Gebet weitere Informationen. Bei Fragen und auch bei Gebetsanliegen schreiben Sie uns, wir sind sehr gerne für Sie da. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Diese Produktion ist in Zusammenarbeit mit dem Club 700 entstanden. Seit über 50 Jahren sendet das christliche Fernsehprogramm Club 700 fesselnde Lebensberichte, durch die Gottes Handeln sichtbar wird für Menschen rund um den Globus. Club 700 ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern empfangbar mit Sendungen in 70 verschiedenen Sprachen.